Studios. Disclaimer, this game is set here. Wie auch immer man das auf Englisch ausspricht. There is no actual downloadable content. Everything is purchased using in-game content. You have fun, yeah? The space to begin. Und damit und Yokoso zu einem neuen Story-Let's Play. Und zwar zu DLC Quest. Also DLC Quest beinhaltet zwei Kampagnen. Ich werde jetzt diese hier spielen. Soweit ich weiß, spielt man das recht schnell durch. Was so gesehen sehr gut ist. Und mir fällt gerade ein, bei den Options sieht es mit den Graphics aus. Okay, das werdet ihr jetzt in 720p sehen. Entschuldigung, falls irgendwer lieber in 1080p sehen will. Wenn ich dran denke, dann stelle ich es vor der nächsten Folge auf 1080p, okay? Warte, wieso? So, 1600 mal 900. Nee. Ah, ich habe vergessen, die Changes zu applyen. Habe ich ja toll gemacht. Ich dachte, der stellt sie zurück, wenn ich auf Back klicke. Und dann hatte ich vorher schon F9 geklickt. Den ganzen, so, jetzt hat er die Changes applied. Und natürlich kann ich nicht im Vollbild spielen, das ist ja klar. Ist leider immer so. So. Schreibt mir in die Kommentare, ob euch eigentlich 1060p wichtig ist oder ob ihr die Videos sowieso meistens in 720p guckt. Nein, was für eine Auflösung ihr meine Videos oder überhaupt Videos auf YouTube meistens guckt. Vielleicht mache ich nämlich auch meinen TTT, die Auflösung, wieder auf 720p. Da gab es ja mal irgendwann, hatte ich ja mal ein Problem aufzunehmen. Nicht im Vollbildmodus. Ach, weiß ich auch nicht mehr genau. Auf jeden Fall, los geht's. Tschüss, kleines Schaf. Princess? You. Bad guy. Oh, scheiße, jetzt habe ich ja schon vorausgesagt. Egal. Das ist ein Bad Guy. Ein Bad Guy, wie er im amerikanischen Buch steht. Motivation! Welcome to DLC Quest. You may notice some missing features, like animation, sound and moving to the left. Nothing a little DLC can't solve. Talk to the shopkeep. Space, okay. Das Spiel hat sich jetzt schon ein bisschen selber erklärt, aber ich werde es auch nochmal erklären. DLC Quest ist ein Plattformer, also ein Jump-One-Game, in dem man durch Coins, die man im Spiel in den Leveln einsammelt, sich alle möglichen DLCs mit den eigentlich normalen Features kauft. Zum Beispiel diese ganzen tollen Münzen hier. X-Talk. That bad guy just stole Princess MacGuffin. You have to rescue her. Okay, Nickel. Also, he murdered your uncle. Oh, you must get revenge. Wusste ich gar nicht. I think he might have peed in the town's water supply too. Oh, der ist böse. That seems a bit less important to now. Buy some DLC and get going. You'll need it. Okay, Animation Pack, Audio Pack, Movement Pack oder Pause Menu Pack? Das ist die Frage, was wir uns als erstes kaufen sollen. Wir können uns erstmal das Movement Pack hier kaufen. Movement Pack. Und da vorne lagen noch ein paar Münzen, also ist das wahrscheinlich auch am wichtigsten, würde ich erstmal sagen. Movement Packs. Experience Next Gen Control. Features Jumping and Moving Left. There are no refunds for this item. Okay, jetzt haben wir keine Dings das mehr. Können wir jetzt. Ah, mit Z springen wir. Das finde ich ja immer eine richtig tolle Idee. Ja, Z ist beste Sprungtaste. Back for more DLC? Ja, ich muss mir aber erstmal das Pause-Menu-Pack hier kaufen. Audio-Pack. Ach, deswegen kein Audio. Gut, ist eigentlich wichtiger. Ich hab mich schon gewundert, wieso kein Sound da ist. So, dann. This bush can be cut with sword. Achso, das müssen wir wahrscheinlich auch erst kaufen. Bad guy went what? Bad guy went this that way. Okay, einen Sword DLC müssen wir uns wahrscheinlich dann auch erstmal kaufen. New DLC pack available. Armor for your horse pack. Oh. The shop. The DLC. Ah, all DLC is purchased from the shopkeep. Ja, das hätte ich sogar fast schon selber rausgefunden. Back for more DLC? Ja, das können wir uns noch gerade so nicht kaufen. Das Pause Menu Pack sollten wir uns schnell kaufen. Damit ich die Aufnahmen dann auch pausieren. Also damit ich nicht so lange aufnehmen muss. Und das Animation Pack können wir uns auch gleich mal kaufen. Wäre ganz schön. These used to come standard. Okay, ich habe ein Archiv mit. Ah ja, wir brauchen aber immer noch ein Schwert. Talk? Nee. Nee. Okay. Wenn ihr meint, dann halt nee. Need a sword to chop down some bushes? Yes. Yes. The fate of the world rests on you. You'll need to sharpen it on the Squinstone. About 1000 turns should do it, I think. Created by Going Loud Studios. Follow us
@WeAreGoingLoud. GoingLoudStudios.com. This isn't breaking your immersion, is it? Sorry. Ja. Habe ich gerade echt versucht, mit Y zu springen? Ich habe eine deutsche Tastatur zum Glück. Juice Grinstone. 1000 Mal oder so. Time is Money Pack. Was ist denn das? Back from all DLC? Time is Money Pack. Can't stand the grind. Purchase this pack to get 1000 X grinding speed. There are no refunds for this item. Ah. Ja. Wir gucken erstmal nach mehr Münzen, bevor wir unser Schwert hier weiter am Grindstone schleifen. Dauert mir gerade auch ein bisschen zu lange, ist in dem Let's Play ein bisschen blöd. So Ewigkeiten, ne? I hope nobody attacks my sheep. Okay. I've let them wander around freely. Hadn't even considered it. Player. Sheepherd. Okay. Da komme ich noch nicht lang. Nein, ich brauche doch Münzen. Damit das Let's Play nicht ganz so lang dauert. Das ist doch wichtig. Yay! Wie viele Münzen hier oben sind. Ich bin reich. Ich habe 26 Münzen. Das gibt's ja schon DLC, was... Also, ich könnte mir bereits ein... für mich gibt es bereits ein DLC im Angebot. So, das 250 Münzen kostet. Back from all DLC. Aber wie auch immer. Time is money back. Also, das Spiel ist im Prinzip auch einfach eine Satire, wie am Anfang schon gesagt wurde, an... Oh, wie schnell das geht. An Spiele wie zum Beispiel... An so Spiele mit ihren Massen-DLCs. Wie zum Beispiel... Ein gutes Beispiel dafür ist Tropico. Wie war das nochmal beim... Hier beim Calypso Media Publisher Wochenende. Wie viele DLCs gab es da im Angebot? Ich glaube nicht, dass das irgendwer gezählt hat, weil dafür hat man an einem Wochenende gar keine Zeit. Ich habe bestimmt nicht übertrieben, ich habe nämlich schon seit 800 Jahren nicht mehr übertrieben. Das war eine Anspielung an ein Video. Hashtag YouTube Anspielungen for the win. Wenn ihr wisst, warte mal, wie greife ich jetzt eigentlich an? Mit X, okay. Wenn ihr wisst, an welche Filmparodie von welchem YouTuber es eine Anspielung ist, dann schreibt es doch in die Kommentare. All das, was ich gerade gesagt habe, habe ich mir, bevor ich angefangen habe aufzunehmen, gedacht, dass ich das sagen könnte. Warner, Report of Strange Encounters in the area. Wirklich? Okay, was jetzt passiert? Strange Encounters, okay. Ist ja toll. Wer ist das? Jemand Böses? Dann. Achso. Ach, das ist jetzt ein bisschen blöd. Das geht halt von der englischen Tastatur aus. Da sind X und Z direkt nebeneinander. Aber ich muss hier meine Finger so komisch setzen. Naja, what was that? Whenever I encounter someone, the screen does that. So, can you let me pass? Never. You'll never outsmart me. Hahaha. Psychological Warfare Pack. Okay. Okay, und jetzt bin ich hier nochmal drin gefangen. Okay. Ich habe keine Lust mehr. Nein, random. Random. Tschüss. Please don't let hurt the sheep. Kann ich das Sheep angreifen? Ja, kann ich. Cool, ich kann Schafe angreifen. Wer wünscht sich nicht... Ja, nee. Wer wünscht sich schon etwas anderes in einem Spiel, als dass man Schafe angreifen kann? Was kann ich mir da mal kaufen? Psychological Warfare Pack. Exclusive pre-order DLC for the hot new game. There are no refunds for this item. Okay. Zumindest. Double Jump Pack. Okay. Jetzt gibt's hier schon ein Double Jump Pack. Ach scheiße, jetzt komme ich ja gar nicht mehr raus. That first step was a dozy. Scheiße. Ich muss mir erst ein Double Jump Pack kaufen. Dead End. No wheelie, just turn back. Wirklich? Oder komme ich hier noch? Haha! Secret gefunden! Das geht doch gut. In der ersten Folge gleich ein richtig gutes Secret mit ganz vielen Münzen gefunden. Das findet wahrscheinlich jeder, weil man an den Texturen richtig gut erkennt, dass es hier lang geht. Und es außerdem einfach... Die Schilder machen das total offensichtlich und man erkennt hier an den Texturen richtig gut, dass es da weitergeht.
War das schlimm? Hi, I don't have anything relevant to say at the current time. What? I'll play an important role soon, but you don't know that yet. Okay. Wenn du meinst. Ich mache eigentlich die Bursches kaputt, würde ich vielleicht besser lassen. Ich werde mal nach diesem Double Jump gucken. Wäre doch bestimmt ganz cool, so einen Double Jump zu haben. Soweit ich das weiß, spielt man das Spiel recht schnell durch, also... Sonst würde ich das auch gar nicht anfangen, das Let's Play. Okay, das ist immer noch ein bisschen teuer, das Double Jump Pack. Vielleicht könnten wir uns schon das Psychological Warfare Pack kaufen. Na, ich weiß nicht genau, wie lange ich diese Folge machen soll. Examine? You require DLC. The forest is very dense. You will need a map to access the other side. Map Pack, okay. Oh Mann, wie oft man hier mal hin und her rennen muss. Ich weiß nicht, ob ich diese Folge schon beenden soll. Back for more DLC? Okay, das kann ich mir noch überhaupt nicht kaufen. Ich denke, ich weiß es ja nicht genau, aber ich glaube, wir müssten uns jetzt das Psychological Warfare Pack kaufen. Ich denke nicht, dass wir sonst eine Chance haben, weil danach rechts kommen wir nirgendwo mehr weiter. Ach, man muss sogar das Secret finden, um irgendwas zu machen. Glaube ich, um weiterzukommen, meine ich. Okay, hüpfe ich hier rum? Ah, ne, hier war ich doch schon längst. Wieso tue ich das? Das ist überflüssig. Irgendwie kam der jetzt aber erst später, ne? Dun dun dun. Wait, what is the limited edition Psychological Warfare Pack? Sure is. Available only as a pre-order exclusive? Yup. Can I have it? Will they leave me alone? Deal. I don't even know why I wanted the pack. I just had to have it. Okay. Na, ein paar Münzen bekommen wir gleich wieder. Oh, ein paar Münzen. Ich denke mal, wenn wir die alle hier eingesammelt haben, werden wir uns erstmal ins Map Pack können. Ich weiß nicht, ob wir uns... Wir sollten uns auf jeden Fall als erstes das Double Jump Pack kaufen. Denke ich mal. Ich weiß nicht, ob wir dann überhaupt genug Münzen haben für das Map Pack, aber ich denke, das Double Jump Pack ist erstmal wichtiger. There's a treasure up there. I can see it, but I can't reach it. Really? You really can't reach it. Also ich kann daraus auf jeden Fall nicht reachen, weil ich dafür zu dumm springe. Okay, da braucht man wahrscheinlich das Double Jump DLC Pack. So ist das eben manchmal bei manchen Secrets. Oh, hallo, wer bist denn du? I'm a filler NPC. I have nothing to contribute to the situation. Hey, you're kidding, right? I don't even know how I got down here. Okay, und das sieht aus wie ein Geheimgang. Ich habe schon wieder ein Secret gefunden. Und habe keine Ahnung, wohin ich jetzt komme. Ach, hier oben. Okay. Bin jetzt also... Ah, nee, da kommt man nicht raus. Stimmt. Bin jetzt also um die halbe Welt gelaufen. So, sounds schon was Cooles, ne? Ich dachte nur gerade an die Zeit zurück, in der wir keine Sounds hatten. Warte, da unten ist irgendwo ein Geheimgang. Genau. Und hier geht... Oh, Mann! Ich brauche noch 5 Münzen, um... das Double Jump DLC Pack zu kaufen. Aber es gibt... Mann, wie komme ich denn jetzt bloß voran? Vielleicht kann man das hier zerstören. Nein. Ah, warte, da gab es ja noch einen Geheimgang. Wieso übersehe ich diese Geheimgänge? Das kann doch gar nicht sein. Die sind so offensichtlich. Wie ich selber noch gesagt habe vor kurzem erst. Vielleicht sollte ich dem Schafhirten mal seine Schafe vorbeibringen. Würde er sich doch bestimmt freuen, oder? Wenn ich ein bisschen zu ihm hinschlage. Komm, da lang. Ich hab den Schaf auch im Geheimgang gehen kann, aber ich denke schon. Okay, jetzt habe ich das Schaf getötet. Hat nicht geklappt. Okay. Entschuldigung, Schafhirte oder so. Ah ja, gut. Der erzählt mir immer wieder denselben Scheiß. So, hoch da. So. Angriff, ihr bösen Blumen. Und? Back for more DLC? Wir brauchen bestimmt unbedingt das Double Jump Pack. Und das werden wir uns in der nächsten Folge kaufen. Also, die
nicht den Daumen vergessen und bis zum nächsten Video.